Ja, liebe Gemeinde, seid ihr deshalb gekommen, um Gottes Wort zu hören und es zu tun? Ich finde, das ist eine wichtige Frage. Bin ich hier, um Gottes Wort zu hören und danach zu leben? Das will Gott uns schenken. Schön, dass ihr da seid. Und viel besser, wenn ihr da seid, um Gottes Wort zu hören, um es zu tun. Liebe Hörerinnen und Hörer des Wortes Gottes, darf ich auch sagen, liebe Täterinnen und Täter des Wortes Gottes, Menschen, die sich daran halten und es anwenden wollen in ihrem Leben. Ihr Lieben, ich darf euch heute zwei kurze Gebete aus der Bibel ans Herz legen. Es finden sich ja in der Bibel viele Gebete. Sie zeigen uns einerseits große Nöte verschiedener Beter, andererseits aber auch großes Vertrauen auf Gott. Und sie laden uns ein, dass auch wir voller Vertrauen beten. Ihr Lieben, hört heute Gottes Ermutigung, ihm zu vertrauen und zu beten. Es ist eine Einladung Gottes, die er uns durch sein Wort mitteilt. Und es kommt darauf an, dass wir sie hören und annehmen. Das eine Gebet ist der Spruch dieses Sonntages vom Prophet Daniel, Kapitel 19, Kapitel 9, Vers 18. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und das andere Gebet ist unsere Jahreslosung für 2023 aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13. Du bist der Gott, der mich sieht. Seid ihr bereit, diese Einladung Gottes zu hören, Gott zu vertrauen und zu beten, über alles mit Gott zu reden? Daniels Gebet ist ein kleiner Ausschnitt aus einem langen Gebet, wo er um Vergebung für sein Volk betet, um Gottes Gnade und Erbarmen. Das andere, die Jahreslosung, ist das Gebet von Hagar, ein kurzes Bekenntnis, als Gott ihr am Tiefpunkt ihres Lebens begegnet. In beiden Situationen keimt in auswegloser Situation Hoffnung auf. Und Gott lädt zum Vertrauen ein. Und die Beter nutzen die Gelegenheit. Darum geht es auch für uns, dass wir nicht nur über diese Beter staunen und die Gebete der Bibel kennen, sondern dass wir selbst diese Gebete nutzen und Gott vertrauen und zu ihm beten. Lasst uns wie Daniel in der Bibel beten. Wir bitten dich, Gott, um deine Gnade. Nicht, weil wir es verdient hätten durch irgendwelche guten Taten, sondern weil du so gnädig und barmherzig bist. Lasst uns auch wie Hagar in jeder Lage bekennen, du bist ein Gott, der mich sieht. Vor über 2500 Jahren war Daniel mit vielen anderen Juden aus seiner Heimat in die Fremde geführt worden. Und der Tempel, der Ort des Gebetes in Jerusalem, war zerstört. Aber Daniel hielt an den Verheißungen Gottes fest. Er bittet stellvertretend für sein Volk um Vergebung und fleht um Gnade. Er nimmt Gott beim Wort und appelliert an seinen Namen und an seine Ehre. Und vor mehr als 3000 Jahren hat Hagar, ein ägyptisches Mädchen, in der Fremde, damals schon im Lande Kanaan, ihrer Herrin Sarah gedient. Und in einem Riesenkonflikt ist sie davongelaufen. Sie landet in der Wüste, Endstation. Doch der lebendige Gott begegnet ihr
und zeigt ihr, dass er einen Plan hat und für sie sorgt. Er hat sie in ihrem Elend gehört. Und da erkennt sie ihn und bekennt voller Staunen und Glauben, du bist der Gott, der mich sieht. Ihr Lieben, könnt ihr euch vorstellen, solche Gebete der Bibel ganz persönlich zu nutzen? Das ist das Angebot Gottes, dass wir uns die Situation der Beter anschauen und dann die Gebete in unserem Leben anwenden. Dass wir das Gebet von Hagar vielleicht sogar jeden Tag und in jeder Lage beten. In glücklichen Momenten, genauso wie in schweren Zeiten. Oder dass wir das Vertrauen von Daniel nutzen. Nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit wollen wir bauen, sondern auf Gottes große Barmherzigkeit. Und so können oder müssen wir erleben, dass wir uns nur auf Gott verlassen können. Ich staune manchmal über diese Gebete der Bibel. Über das Gebet der Hagar. Das ist ja ein richtiges Vertrauensbekenntnis. Und das war an einem absoluten Tiefpunkt ihres Lebens, wo es menschlich gesehen gar keine Hoffnung gab. Und da begegnet ihr Gott, sodass sie ihn erkennt und dass sie seinen Namen anruft und bekennt, du bist wirklich da, du bist wirklich wahr und real. Ohne Angst vertraut sie voller Hoffnung, du bist der Gott, der mich sieht in allen Umständen. Und in diesem Gebet entdecke ich Glauben, Hoffnung und Liebe. Das alles hat Hagar von Gott empfangen. Kein anderer hätte ihr das in dieser Situation geben können. Nur wegen Gott kann sie glauben, hoffen und lieben. Weil er sie sieht, weil er sie gnädig ansieht, weil Gott ihren Wert sieht und ein Ziel mit ihr hat. Das schenkt doch Mut und Hoffnung. Glaubt ihr das? Und das dürfen wir für uns anwenden. Die Geschichte steht im ersten Buch Mose, Kapitel 16, ziemlich am Anfang der Bibel, am Anfang der Geschichte Gottes mit seinem Volk, wo Gott mit Abraham und Sarah begonnen hatte. Diese beiden hatte er auserwählt, um ein großes Volk zu gründen. Er hat ihnen viel versprochen. Ihr sollt gesegnet sein, ihr sollt ein Segen sein. Und sie hatten ihm vertraut, aber sie hatten auch so ihre Nöte und ihre Zweifel. Sie fragten sich, was müssen wir selber tun, wenn wir mit 70 und 80 Jahren noch immer keinen Sohn haben, keinen Stammhalter, wie sollen wir dann zu einem großen Volk werden? Und da war es Sarahs Idee, dass Hagar, ihr Dienstmädchen, ein Kind für sie austragen könnte. Abraham war einverstanden. Und als Hagar tatsächlich schwanger wurde, gab es dieses Problem, diesen Riesenkonflikt. Hagar schaute auf ihre Herrin herab. Sie verachtete sie und Sarah konnte mit der Situation nicht umgehen. Hagar hatte keinen Respekt mehr vor ihr und Sarah demütigt Hagar. Gegenseitig verachten sie sich. Und Hagar war einfach die Schwächere. Sie hatte niemanden, der ihr half. Sie war ganz auf sich alleine gestellt, ohne Rechte und ohne Hilfe. Sie wurde wie das Letzte behandelt und konnte es nicht mehr aushalten, sodass sie einfach weglief in die Wüste. Und das war nun wirklich keine Lösung, keine Perspektive. Hier war sie völlig am Ende. Und da ist ihr Gott begegnet. Der Engel des Herrn findet Hagar in der Wüste bei einer Wasserquelle. Wenn das keine doppelte Fata Morgana wäre. Wasser in der Wüste
und dann plötzlich ein Engel. Und da steht es gleich viermal in wenigen Zeilen, der Engel des Herrn sprach zu ihr. Die Wahrheit des Wortes Gottes soll bei ihr ankommen. Hagar, Saras Magd, woher kommst du und wohin gehst du? Wer ist das, der mich kennt, mit Namen, der alles genau weiß? Da muss ich ja gar nichts erklären. Ich bin von meiner Herrin geflohen und Gott schickt sie wieder zurück an ihren Platz, obwohl dort nicht alles in Ordnung ist. Das ist wichtig. Gott will nicht die Demütigung und die Unterdrückung. Und deshalb gibt er ihr seine Zusagen mit. Ich werde auf dich aufpassen. Du wirst einen Sohn bekommen und aus ihm soll ein großes Volk werden. Und du sollst ihn Ismael nennen. Gott hört, weil der Herr dein Elend gehört hat. Und da erkennt Hagar, dass es die Wahrheit ist, dass es der Engel des Herrn ist, dass es Gott selbst ist, seine Wirklichkeit, sein Wesen. Und sie bekennt es, du bist der Gott, der mich sieht. Ata el Roi, drei Worte. Du bist der Gott, der mich sieht. Ihr Lieben, ich weiß, viele finden diese schöne Jahreslosung tröstlich und schön. Sie fühlen sich irgendwie behütet und bewacht und begleitet. Es gibt aber auch einige, denen macht das Angst. Sie fühlen sich von Gott beobachtet, vielleicht sogar verurteilt, wenn sie an ihre Fehler und ihre Schuld denken. Und manche fühlen bei diesen Worten große Enttäuschungen und Schmerz, weil sie Geschichten und Erfahrungen haben, wo sie meinen, da habe ich nichts von Gott gemerkt. Mich hat Gott nicht gehört und gesehen. Vielleicht kennt ihr das. Ich kann es verstehen. Ich nehme das auch ernst. Doch ich glaube, in den Erfahrungen von Hagar sind alle unsere Geschichten enthalten. Genau mit dieser Geschichte will Gott uns zeigen, dass er uns und alle Menschen sieht, dass er nicht wegschaut, dass er sich nicht abwendet, dass er uns nicht übersieht und dass er nicht von uns absieht und sich andere wählt. Gott sieht uns ganz genau und bleibt bei seiner Sicht. Du bist wertvoll. Ich habe meinen Plan mit dir, auch wenn es durch große Tiefen geht. Auch wenn du am Tiefpunkt bist, auch wenn du Fehler gemacht hast, auch wenn du Gott nicht verstehst, es ist der Gott, der dich sieht. Ihr Lieben, könnt ihr glauben, dass uns Gott mit dieser Jahreslosung, mit diesem Gebet von Hagar einlädt, dass wir ihm genauso vertrauen und es bekennen und beten, wo wir es nur können. Du bist der Gott, der mich jetzt und hier und auch dort sieht. Ich finde es so wichtig, dass wir das Wesen Gottes kennen und dass wir seinen Namen benennen in unseren Gebeten. Das ist einer der Namen Gottes, El Roi. Und das können wir beten. Du bist der Gott, der mich sieht. Wenn wir das tun, dann drückt das Vertrauen aus. Da ist dort keine Angst, dass uns Gott beobachtet und verurteilt. Da ist Gottes Liebe bei uns angekommen. Denn in der Liebe ist keine Angst, sondern da wächst das Vertrauen. Da können wir glauben, hoffen, lieben. So verstehe ich die Jahreslosung, das Gebet der Hagar, dass wir voller Vertrauen, voller Hoffnung, voller Liebe mit Gott reden im Gebet.
Ich bin überzeugt, wenn wir es anfangen oder wenn wir es probieren, auch in Situationen, wo es uns schwerfällt, dass da etwas wächst und dass etwas anfängt und dass es uns immer mehr ausfüllt. Auch wenn wir vielleicht am Anfang zaghaft sind oder wenn wir manchmal zweifeln. Es ist ein Glaubensbekenntnis. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der Hagar begegnet ist. Und so will ich auch in meiner Situation auf dich vertrauen. Du hörst mein Beten. Du weißt längst, was ich brauche. Ich vertraue dir. Hagar ist zurückgegangen in die schwere Situation. Und Gott hat seine Verheißungen erfüllt. Aber es war nicht immer leicht. Und manches war damit noch lange nicht gelöst. Sie wurde sogar wieder, dann schon mit dem Sohn, vertrieben aus dem Haus von Abraham und Sarah. Aber sie hatte erlebt und gelernt, ich kann mich festhalten an Gott, der mich sieht. Sie besaß einen Wert, eine Würde, Ansehen bei Gott. Und sie konnte sich auf seine Verheißungen verlassen. Sie konnte mit seiner Fürsorge rechnen, auch wenn alles anders aussah. Gott lädt uns genauso ein, zu beten, dass wir uns auf seine Barmherzigkeit verlassen, dass er gnädig ist. Er sieht unseren wahren Wert, trotz aller unserer Fehler und Unzulänglichkeit. Auch Abraham und Sarah und Hagar hatten nicht alles richtig gemacht. Aber Gott hat sie weiterhin freundlich angesehen. Er hat weiterhin an seinen Plänen festgehalten und zu seinen Versprechen gestanden. Und deshalb können wir ihm auch heute vertrauen. Ich finde, es gibt nichts Besseres. Wir schaffen es einfach nicht anders und schon gar nicht allein. Wir brauchen die Güte und die Gnade Gottes. Wir können uns nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit verlassen, wie Daniel gebetet hat oder wie Gott es Abraham, Sarah und Hagar gezeigt und geschenkt hat. Für uns hat Gott seinen Sohn geschickt, Jesus. Und Jesus ist derjenige, der das gelebt hat, was Hagar erlebt hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jesus ist zu allen Menschen gegangen und er geht auch heute zu uns und sagt, Gott sieht dich. Gott hat sich nicht abgewendet. Er erbarmt sich über dich. Wenn wir die Geschichten von Jesus lesen, können wir das spüren. Er zeigt uns und sagt uns, wer Gott ist. Der Gott, der uns sieht. Und so können wir in Jesu Namen beten und vertrauen. Vater unser im Himmel, du bist der Gott, der mich sieht. Und gerade wenn wir das im Matthäusevangelium im 6. Kapitel nachlesen, wo das Vater unser aufgeschrieben ist, so wie es Jesus seinen Freunden gelehrt hat zu beten, da steht auch, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Das ist das Versprechen von Jesus. Und das ist genau dieselbe Erfahrung, die Hagar schon gemacht hat. Wir haben einen Vater, der ins Verborgene sieht, der unser Vertrauen, unser Gebete sieht und hört. Und wir dürfen mehr und mehr Gottes Wirklichkeit und Gottes Wesen erkennen, uns daran festhalten und darauf vertrauen. Was können mir Menschen tun? Was kann mich von dir trennen? Keine Angst, keine Sorge, kein Unrecht, keine Demütigung, kein Weglaufen. Gott ist uns nahe. Er hört uns, er sieht uns und wir können auf ihn hoffen, ihm vertrauen, glauben, hoffen, lieben. Und das will Gott uns schenken.
aufgrund seiner Treue, weil er es einmal versprochen hat. Gott sieht uns so, wie wir sind und so, wie wir es brauchen. Er beobachtet und beäugt uns nicht. Habt keine Angst, sondern habt Vertrauen. Es ist gut, wenn wir seinen Namen anrufen und das bekennen, was wir hier in Gottes Wort lesen. Du bist der Gott, der mich sieht. Und dann wächst das Vertrauen und dann wächst die Beziehung und dann verschwindet die Angst. Und wir können auf Gottes Pläne vertrauen. Und wir können wissen, ein Ende jeder Not ist in Sicht, auch wenn es jetzt noch nicht so weit ist. Nutzt das Gebet. Nutzt die Gebete der Bibel. Vertraut darauf, dass Jesus uns voller Erbarmen sieht und dass wir uns auf die Wahrheit seiner Worte verlassen können. Gott hört und sieht dich genauso wie Daniel oder Hagar, Abraham und Sarah. Er spricht zu dir, damit du seinen Namen erkennst, sein Wesen und zu ihm betest. Du bist der Gott, der mich sieht. Ihr Lieben, statt Amen möchte ich euch ein Angebot geben, nämlich zu beten. Einfach das Wort anwenden. Deshalb liegen die gelben Zettel in den Bänken. Es ist eine Möglichkeit, jetzt ein Gebet zu beten im Stillen oder ein Gebet aufzuschreiben. Weil manchmal ist das praktisch. Manche machen das auch zu Hause. Ich halte das fest. Du bist der Gott, der mich sieht. Das steht schon da. Dort könnt ihr fortsetzen, ergänzen. Ja, oder hilf mir, das zu glauben. Ich will gerne. Oder sagt ihm, wo ihr das besonders braucht, in welchen Situationen oder wen ihr vor Augen habt, wo ihr denkt, da muss Gott auch mal hinschauen. Ich glaube, er tut es. Ihr Lieben, wenn wir ein kleines bisschen Stille aushalten, habt ihr jetzt die Möglichkeit, ganz persönlich zu beten. Weil dazu hat uns Gottes Wort aufgerufen und eingeladen. Nicht nur ich. Lasst uns beten. Und nach einer kleinen Weile fängt Suse Kaiser an der Orgel an, das Lied zu spielen. Und wir dürfen entweder jeder für sich weiter beten und weiter schreiben oder betend das Lied singen.